fangen wir bei der Aktivierung an, dass überhaupt Leute, die berufsfremd sind oder noch nie ein Stück Holz hatten, die kommen einfach hier rein, da wird getestet, sind sie in der Lage, morgens 6:45 hier aufzutauchen. Schlicht und einfach. Sind sie motiviert? Ne? So, und dann geht es weiter, dass sie dann, wenn die 8 Wochen um haben, auch in einer FBW, das heißt eine berufliche Qualifizierung, rein können. Die geht bis zu 6 Monate. Das ist dann eher so der Weg zu einem Helfer in der Werkstatt, überall. Und dann natürlich die Krönung ist die Umschulung, die dauert dann 24 Monate. Und dann ist dann, also unsere Erfahrung ist jetzt in den letzten 1,5 Jahren, jeder, der den Facharbeiterbrief hat, ist sofort in Arbeit. Die werden teilweise nächsten Tag schon vom Firmen. Wieso Umschulung? Warum ist nicht Erstausbildung? Von was werden die umgeschult? 25 Jahre, alle, die da drüber sind, Jugendliche oder sagen wir mal unter 25 Jahre, gehen in sogenannte BVB-Maßnahmen. Die nehmen einen anderen Weg. Das hier sind Leute, die entweder schon gearbeitet haben, in irgendeinem Beruf, in dem nicht mehr ausüben konnten, oder aber noch nie eine Ausbildung gemacht haben. Langzeitarbeitslose und so. Ja, Langzeitarbeitslose. Aber also auch Erstausbildung, weil Umschulung klingt so. Ja. Und die Umschulung ist halt. Ich finde es eine tolle Sache, weil ein 30- oder 35-Jährigen hat man Probleme, eine Firma unterzubringen über eine Ausbildung. Also da wird kein Betrieb irgendwo Geld investieren und sagen, dich nehmen wir jetzt in eine Ausbildung. Die gehen lieber den Weg über eine Umschulung. 24 Monate, man muss natürlich dementsprechend Gas geben, aber das ist machbar. Wobei wir das Programm Zweite Chance haben, für die 24 bis 35. Speziell, wenn die keinen Abschluss haben. Ne? Ja. Also ist beim Arbeitsministerium, ist nicht bei uns angewiesen. Aber es gibt eine sehr hohe Vermittlungsquote. Ja. Wer einen Abschluss hat, sagt, der kommt dann wirklich zur Arbeit. Das erleben wir, der Bürgermeister könnte jetzt von der Dorstener Arbeit erzählen. Das ist ein weiterer Qualifizierungsträger, der wo ein hoher städtischer Anteil ist. Die haben die höchsten Vermittlungsquoten, die es überhaupt gibt. Also sehr konzentrierte Umschulung, Fortbildung. Die machen, glaube ich, auch Ausbildung, ne? Ja, also wir haben hier einfach den Vorteil, damals hat der Kreis Recklinghausen, das war ja zu deiner Zeit, die Option gezogen, eben für den Bereich Jobcenter. Ja. Und der Vorteil ist, wir haben sehr, sehr örtlich eigenständige Jobcenter. Das ist natürlich das Kreisjobcenter, was eigentlich zuständig ist, aber man lässt sehr, sehr viele Freiheitsgrade eben vor Ort in den Städten. Einfach auch, um dann eben direkt mit den Bildungsträgern vor Ort und natürlich auch mit den Bedarfen und den Bedürfnissen durchaus auch der Arbeitgeber dann sofort in Kontakt zu kommen. Hat auch den Riesenvorteil, dass bei uns dann beispielsweise auch zusammen mit den Bildungsträgern, insbesondere beispielsweise mit den Lies, genau, da muss man wirklich sagen, also es ist schon sehr, sehr gut, dass wir diese Freiheitsgrade bei unserem Jobcenter haben, weil wir eben auch so aus dem Erfahrungsaustausch mit anderen Jobcentern durchaus feststellen, je, ja, ich sag mal, zentralistischer die irgendwo in einem Kreisbereich organisiert sind, umso schwieriger wird es dann nachher mit der Vermittlung, weil es einfach teilweise zu weit weg ist. Also kann man auf lokale Gegebenheiten, genau. Oder man kann auch Zielqualifizierung. Genau, und da muss man wirklich sagen, also es ist schon sehr, sehr gut, dass wir diese Freiheitsgrade bei unserem Jobcenter haben, weil wir eben auch so aus dem Erfahrungsaustausch mit anderen Jobcentern durchaus feststellen, je, ja, ich sag mal, zentralistischer die irgendwo in einem Kreisbereich organisiert sind, umso schwieriger wird es dann nachher mit der Vermittlung, weil es einfach teilweise zu weit weg ist. Also so kann man auch lokale Gegebenheiten, genau. Oder man kann auch Zielqualifikationen machen.